Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause an Ihren Bildschirmen zu diesem Gottesdienst. Es ist Sonntag Kantate. Wir feiern hier in der Erlöserkirche am Sonntagmorgen mit 64 Personen Gottesdienst. Sie können aber auch weiterhin zu Hause das Online-Angebot nutzen. Wir zeichnen diese Gottesdienste wenig vorher auf und stellen sie dann so ins Internet, dass Sie sonntags morgens diesen Gottesdienst mitverfolgen können. Schön, dass Sie also mit dabei sind zu Hause an Ihren Geräten. Wir halten zusammen in diesen Tagen der Pandemie und wir vergessen einander nicht. Wir sind verbunden im Gebet und durch unseren Glauben. Mit Worten des 96. Psalmes. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israels. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzt vor dem Herrn, dem König, das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lebendiger Gott, wir kommen vor dich und legen vor dir ab, was uns von dir trennt. Gedanken des Misstrauens,
Worte, die vor dir keinen Bestand haben, Gedanken, die uns selbst verletzt haben, Taten, die unterlassen sind. Danke, Herr, dass du alles in deine Hand nimmst, bei dir Vergebung ist und du dich danach sehnst, dass wir unseren Weg gemeinsam mit dir gehen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarm dich. Christe, erbarm dich. Herr, erbarm dich über uns. Gnädig und barmherzig ist er, geduldig und von großer Güte. Lebendiger Gott, heute ist Sonntagkantate. Wie gern würden wir singen, aber wir dürfen es noch nicht um der Gesundheit willen. Herr, lass uns innerlich singen. Schenke uns eine innere Freude, die bei dir ist, geprägt von dir und deiner Gegenwart. Segne du diesen Gottesdienst, wo auch immer wir ihn feiern. Danke, dass du immer da bist. In einer Zeit der Stille lassen wir uns auf die Gegenwart Gottes ein. Amen. Die Schriftlesung steht im Matthäusevangelium, im 6. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Jesus sagt dort: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Thank you.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In diesen Tagen wurde den Mitgliedern der Hessen-Nassauischen Kirche, der EKN, eine sogenannte Impulspost zugeschickt. Eine Impulspost ist eine Post der Kirche, die Menschen dazu animiert, sich über ein Thema Gedanken zu machen. Und die Impulspost, die Ende April rausgeschickt wurde, ging über das Thema Gebet. Die Impulspost wurde vor vielen Monaten verfasst und konzipiert und sie passt aber in unsere Zeit besonders gut hinein, weil in dieser Zeit der Corona-Krise beschäftigen sich viele mit dem Thema Gebet. Es ist was Besonderes, dass diese Impulspost also ein Thema aufgreift, das in diese Zeit der Krise hineinpasst. Jetzt, wo keine normalen menschlichen Kontakte in der Gemeinde möglich sind, ist es ein besonderer Umstand, Menschen aufs Gebet hinzuweisen. Viele Menschen besinnen sich in diesen Wochen wieder auf das Gebet. Wie halten Sie es mit dem Gebet? Not lehrt beten, heißt es. Ein volkstümliches Sprichwort, frei nach dem Motto, in der Todesangst betet selbst der überzeugteste Atheist. Hinter diesem Sprichwort steckt aber auch eine leise Kritik. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann wendet man sich eben an eine höhere Macht und hofft, dass die einem irgendwie weiterhilft. Oder umgekehrt gesprochen, solange man das eigene Leben irgendwie in der Hand hat, braucht man eben nicht zu beten. Das Gebet wird degradiert zu einer frommen Übung, zu einem Selbstgespräch, das irgendwie der unmündige Mensch braucht, wenn er am Ende ist. Gebet ist aber mehr. Gebet ist etwas unendlich Wertvolles. Gebet gehört zum Glauben dazu. Es ist das Fundament des Glaubens, die Seele des Glaubens. Jesus hat regelmäßig gebetet, hat die Stille gesucht, um mit seinem Vater in Austausch zu treten. Er brauchte dazu gar keinen bestimmten Anlass. Er hat es einfach praktiziert. Warum Gebet? Es gibt in unserem Leben die äußere Dimension und die innere Dimension. Das Äußere können wir oft nur schwer beeinflussen. Man kämpft und kämpft, man macht und plant und tut und es kommen die Dinge oft ganz anders. Jetzt in der Zeit der Corona-Krise fällt das ganz besonders auf. Wir ahnen, dass es weltweite Verwerfungen geben wird, Krisen und Nöte, die auch uns direkt oder indirekt betreffen werden und wir merken, dass wir gar nichts konkret dagegen tun können. Wir feiern heute den Sonntag Kantate und wie gern würde ich mit Ihnen zusammen hier in der Kirche singen. Aus Rücksicht auf unser aller Gesundheit verzichten wir auf den Gesang. Wir leben mit dieser äußeren Einschränkung. Aber es gibt das Innere. Trotz dieser äußeren Einschränkung, wir können für unser Inneres sorgen. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. So der Wochenspruch für die heute beginnende Woche, für den Sonntag Kantate. Der äußere Gesang ist uns untersagt. Ich hoffe aber, dass unsere Seele anfängt zu singen. Eine innere Freude geweckt wird durch diesen Gottesdienst, trotz aller Einschränkungen. Wie können wir nun an unser Inneres herankommen? Wie können wir unser Inneres gestalten und pflegen? Die Bibel würde sagen, durch Gebet. Im Gebet verbindet sich die ewige göttliche Welt mit meinem Inneren. Betende Menschen haben die Sehnsucht, Gott zu begegnen. In Psalm 63 betet David: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich fröhlich mit meinem Mund loben kann.
ewige göttliche Welt begegnet unserem Inneren. Gebet verbindet Gott und Mensch. Die Jünger Jesu kommen zu Jesus und stellen eine Bitte an ihn, die erstmal ungewöhnlich erscheint. Herr, lehre uns beten. Das ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo die Jünger Jesus ganz konkret um eine Unterweisung bitten. Und man fragt sich, warum muss man es lernen zu beten? Ist das nicht irgendwie ein ganz normales religiöses Gefühl, das sich selbst irgendwie Bahn bricht? Beten scheint also etwas zu sein, das man einüben und lernen kann. Und die Jünger Jesu, die ja viel mit Jesus unterwegs waren, hatten die Sehnsucht danach, richtig beten zu können, beten zu lernen. Darüber möchte ich in einer Predigtreihe sprechen, beginnend mit dem heutigen Gottesdienst, dann auch am 24. und am 31. Mai. In diesen drei Gottesdiensten wird es ums Thema Gebet gehen. Drei Gedanken in diesem ersten Gottesdienst. Erstens, Gebet, bete ich eigentlich? Bete ich überhaupt? Hand aufs Herz. Beten Sie regelmäßig? Überlegen Sie einmal ganz kurz. Wenn ja, wann beten Sie? Warum beten Sie? Im Jakobusbrief schreibt der Apostel Jakobus an die Leser: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das scheint also ein Problem zu allen Zeiten gewesen zu sein, dass Christen zwar um die theoretische Möglichkeit von Gebet wussten, es aber einfach nicht praktiziert haben, einfach nicht gebetet haben. Eigentlich sollte das Gebet eine innere Grundhaltung sein, keine Pflichtübung. Eine innere Grundhaltung, die eigentlich keiner weiteren Reglementierung bedarf. So schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel: Betet ohne Unterlass. Gebet als eine innere Grundhaltung, als ein Gespräch mit dem lebendigen Gott. Dennoch, es ist gut, wenn wir uns verbindliche Zeiten nehmen, verbindlich uns mit Gott verabreden, einen Ort der Ruhe suchen, wo wir mit ihm reden können. Diese Zeiten sind wertvolle Zeiten, weil sie Zeiten der Begegnung mit dem ewigen Gott sind. Zeiten des Entspannens, Zeiten, wo ich alles Gott sagen kann, das, wofür ich dankbar bin, aber auch das, was mich beschwert. Zeiten des Gebets. Beten Sie. Ein zweiter Gedanke. Zweitens, wer soll mich beim Beten ansehen? Wer soll mich beim Beten ansehen? Da sagt Jesus in der Bergpredigt im 6. Kapitel: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus sagt, mach es nicht öffentlich, was du da tust. Und wenn er das so sagt, geht es weniger um den Ort, wo ich bete, als vielmehr um die Frage, wer soll mich beim Beten eigentlich ansehen? Wessen Blick suche ich beim Beten? Die Menschen, die Jesus damals als Heuchler bezeichnet, hatten nur ein Ziel. Sie wollten von den Menschen gesehen werden. Sie wollten beachtet und geehrt werden. Wie kann man dem aber entgehen? Indem ich mich bewusst unter die Blicke Gottes stelle. Er soll mich beim Beten ansehen. Er ist da. Und dann ist der Ort, wo ich bete, eigentlich zweitrangig. Das kann zu Hause sein bei Ihnen. Das kann aber auch hier in der Erlöserkirche sein. Das kann sogar an einem öffentlichen Platz sein. Entscheidend ist nicht die Frage, wo es ist, sondern unter wessen Blick ich mich stelle.
Bin ich mir im Augenblick des Gebetes bewusst, dass Jesus mich anschaut, dass der lebendige Gott mich ansieht? Er, der mich kennt und liebt. Er, der weiß, was ich brauche, darauf wartet, dass ich mich an ihn wende. Bevor Sie beten, halten Sie einmal kurz inne. Kommen Sie zur Ruhe. Machen Sie sich das bewusst. Der lebendige Gott sieht Sie jetzt an. Er schaut Sie an. Der, der Sie lieb hat und kennt. Ein dritter Gedanke. Bitte kein Leistungsdruck. Wir kennen das aus dem normalen menschlichen Leben. Wenn man etwas gut machen will, etwas erreichen will, dann muss man dafür eine Leistung bringen. Ob in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und es ist ja auch gut so, dass wir durch unsere Leistung zeigen können, was wir können. Bei Gott ist es aber anders. Ich brauche ihm nicht zu zeigen, wie toll ich bin. Ich brauche ihm nichts beweisen. Die religiösen Menschen zu allen Zeiten hatten wohl irgendwie den Bedarf oder hatten den Wunsch, Gott zeigen zu wollen, wie prima sie ihre religiösen Pflichten erfüllen. Jesus beschäftigt sich damit in der Bergpredigt, indem er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Heißt das also, dass wir keine langen Gebete mehr sprechen dürfen? Doch natürlich, Gott freut sich, wenn wir mit ihm reden und lange auch mit ihm reden. Aber es geht um unsere Herzenshaltung. Wer ist Gott für mich? Ist er jemand, den ich durch meine Leistung beeindrucken muss? Gott weiß ohnehin, was wir brauchen. Er kennt unsere Wünsche und er weiß, was uns gut tut. Wenn wir beten, dann aus der Sehnsucht heraus, Gott zu begegnen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Aber nicht, um ihn zu beeindrucken. Es geht nicht um uns und um unsere Leistung. Es geht um die Beziehung, um eine Freundschaft zu Gott. Gott drängt sich nicht auf. Er freut sich, wenn wir seine Gegenwart suchen. Herr, lehre uns beten. Ich wünsche mir, dass wir in diesen Wochen der Corona-Krise wieder neue Freude am Gebet entwickeln, wieder neu anfangen. Im Gebet die Stille, die Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus zu suchen. Möge dieser Gottesdienstkantate uns heute dazu ermutigen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lassen Sie uns miteinander Fürbitte halten, für andere beten. Lebendiger, dreieiniger Gott, danke, dass wir das Vorrecht haben, mit dir reden zu dürfen, beten zu dürfen. Lass uns das Gebet als eine Kraftquelle entdecken, als einen Ort, wo unsere Seele auftanken kann. Sei du bei uns in den Zeiten der Einsamkeit und der Nöte. Steh du denen bei, die krank sind, bettlägerig, vielleicht auch depressiv, entmutigt. Hilf du ihnen auf, richte du auf. Sei du durch deine Gegenwart eine Hilfe und eine Kraftquelle. Ich bitte dich, dass wir einen Blick für die Menschen bekommen. Lass uns die nicht übersehen, die unsere Hilfe brauchen. Schenke, Herr, dass wir uns denen zuwenden, die ohne Hilfe nicht auskommen können. Wir bitten dich für die Welt. Sei du in den Krisen und Kriegsgebieten. Schenke du fantasievolle Ideen, wie Frieden gestiftet werden kann ohne Waffengewalt. Sei du bei denen, die jetzt Verantwortung tragen, weltweit, für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona. Schenke, Herr, dass die Wissenschaftler gute Wege finden, diese Pandemie einbremsen zu können. Und wir bitten dich für die Menschen, die weltweit unter den Folgen dieser Pandemie leiden. Herr, wehre du denen, die diese Not jetzt ausnutzen, für Krieg und Terror, die diese Not ausnutzen, um Hass zu säen. Begegne du denen, die Böses im Sinn haben, und hilf uns allen, gute Wege zu finden, um die Folgen dieser Krise bewältigen zu können. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und schenke uns deinen Frieden. So segne du uns, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.